Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einem neuen Tagebuchteil über das Shallow Reef. Hat ein bisschen gedauert, ich war ja im Urlaub gewesen, von daher eine kleine Sommerpause behaupte ich jetzt mal. Aber ich denke, ja, es gibt einiges zu erzählen, es könnte ein kleines bisschen was dauern und wir legen auch direkt los. Ja Leute, anderthalb Monate, hat sich einiges getan und ja, ihr wart ja beim Live-Cleaning am 6.8. dabei, also 6. August, da habe ich das Becken ja einmal komplett gecleant. Tatsächlich bis vor kurzem, also sprich vorgestern, habe ich nicht großartig was rundrum gemacht. Natürlich die Scheiben ganz normal gereinigt, alle zwei Tage ungefähr mit der Watte drüber. Und einmal die Woche gehe ich hin und entferne mit der Klinge die etwas gröberen Stellen. Die blende ich euch auch noch mal kurz ein. Ich habe extra welche da gelassen, damit ich sie gleich zeigen kann. Ja, und wie gesagt, vor zwei oder drei Tagen habe ich komplett hinten die Rückscheibe wieder sauber gemacht. Also so ungefähr anderthalb Monate lasse ich das Ganze so hinten zuwachsen und dann gehe ich hin und mache alles komplett rundrum. Den Boden, da hatte ich eine Abstimmung zugemacht und da ist rausgekommen, 55% waren dafür, dass ich den Boden zuwachsen lassen soll. Hat unter anderem auch den Hintergrund, wenn ich jedes Mal die Tiere hier bewege, wie zum Beispiel die Schalisen oder es kommen dann hier und da dann auch ein paar Montis dann jetzt auf dem Boden, dann ist es im Endeffekt so, dass die Tiere sich natürlich nicht richtig akklimatisieren können, keine Ruhe haben und nicht vernünftig wachsen. Ja, jedes Mal, wenn ich die dann bewege, um den Boden sauber zu machen, ist das natürlich störend für die Tiere und von daher schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Die Kalkrotalgen sind jetzt tatsächlich seit dem Hauptcleaning vom 6. Gewachsen und da blende ich euch auch nochmal separat ein. Es ist einiges gewachsen am Boden, also es ist schon, hat eine leichte Rotfärbung, obwohl das wahrscheinlich auch im Video nicht so rüberkommen wird. Von daher, ja, blende ich euch das separat mal ein, damit ihr das seht. Ist natürlich für mich auch vorteilhaft. Ist ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde Arbeit weniger, die ich dann so alle 14 Tage, drei Wochen mal habe, wenn ich das machen würde. Es ist eine Großteil, der gemacht werden muss. Das Becken ist aber auch dafür ausgelegt, dass ich es machen könnte. Das heißt, wenn es mir nicht mehr gefällt, kann ich dann auch hingehen und kann ein paar Klingen durchhauen und den Boden wieder komplett weiß kriegen. Ist ja die Folie drunter, von daher die Möglichkeit habe ich. Ich habe es aber auch jetzt wieder mal gesehen, weil das ja auch angesprochen hatte, hier Izzy, von hier aus recht herzliches Hallo und Gruß geht raus. Er hat sein Becken jetzt mittlerweile im Griff, das 3,80 Meter Becken. Und er hat relativ groben Kies drin. Sage ich jetzt mal Kies, Korallenbruch, wie auch immer. Das sieht schon sehr schön aus. Also das hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Problem an der ganzen Sache ist halt, wie gesagt, ich habe Angst hier. Und das, bei ihm hat es sich jetzt stabilisiert. Er muss wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel an Nährstoffen reinballern. Was ich übrigens auch nicht mehr muss, komme ich gleich zu. Und so ein, ich sag mal, so ein grauer Boden, so hellgrau, so wie es im Moment bei ihm ausschaut, zumindest kam es auf dem Video rüber, ist schon eine geile Sache. Also, ja. Einerseits weine ich den Boden hinterher, andererseits sage ich, so ist definitiv besser. Warum das besser ist, komme ich auch nachher zu. Mir ist da nämlich eine Kleinigkeit passiert. Ja, was ist diesen Monat noch passiert? Diesen Monat ist noch passiert, der Florian war hier. Mit seinem Mitarbeiter, mit dem Dirk. Und wir haben den Kratzer rauspoliert. Entsprechendes Video blende ich euch mal kurz mit ein. Und da könnt ihr sehen, wie wir das hier vor Ort gemacht haben. Und das Gleiche könnt ihr auch nochmal in dem Video von dem Robert sehen. Da war ich auch unter anderem, habe ich allerdings nicht gefilmt. Das habe ich den Robert machen lassen. Weil waren noch zu viele andere YouTuber da, die ja hier und da gefilmt haben. Und gesagt, brauche ich nicht. Von daher, auf dem Sommerfest von Royal Exklusiv,
Da war Panterei auch vor Ort, Abyss war vor Ort, der Norbert war vor Ort, JS Aqua, etc. pp. Emotions und hier Korallenhändler aus Belgien. Na komm, ja, ihr wisst, wen ich meine, ich blende es ein. Und da wurde unter anderem auch gezeigt, da sind wir extra hingegangen, haben Stein genommen, Kratzer in die Scheibe rein und haben dann dort vor Ort den Kratzer rauspoliert. Und ich bin auch wirklich hier mit äußerst zufrieden. Also es ist, der Kratzer ist komplett rauspoliert und das passt auch soweit. Ich finde dieses Gerät echt genial, aber, jetzt kommt natürlich das Aber, das Gerät ist nicht das günstigste. Klar, logisch, Qualität kostet. Und es hat ja auch eine gewisse Programmierung dahinter, damit das alles so funktioniert. Das ist, hat der Geschäftsführer von Panterei mir auf, der, auf dem Sommerfest mal erklärt. Oder hat das da auch erklärt. Ich glaube, in dem Video von Robert ist das wahrscheinlich nicht zu sehen. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Und da ist natürlich sehr viel Innovation hinter. Und Innovation kostet. Von daher, das Gerät selber kostet 1500 Euro. Wer das nicht ausgeben will, der kann natürlich auch hingehen und sich das Gerät leihen. Das bietet New Wave an, also die Firma von Florian. Wochenweise für einen Obolus von 150 oder 200 Euro. Das muss dann angefragt werden. Da ist dann Versand und dementsprechend die Verbrauchsmaterialien inklusive. Aber da habt ihr dann die Möglichkeit, wenn ihr dann mal in so ein Becken einen Kratzer reingemacht habt und sagt, okay, komm, ich will das jetzt raushaben, weil es mich in der Optik stört oder weil ich jetzt mehrere Kratzer habe, und dann kann ich mit diesem Gerät tatsächlich hingehen und diese Kratzer rauspolieren und das Becken ist anschließend wieder so gut wie neu. Ja, genug der Werbung. Wir kommen zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt war, dass ich mehr oder weniger so kurz vor dem Urlaub hingegangen bin und hier mal wieder den Detritus abgesaugt habe. Dafür habe ich ja dementsprechend, wo habe ich es, blende ich euch aber auch mit ein, den Eden 501. So, den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einmal nur als reiner Filter, da ist ein Schlauchpaket mit dran. Und dann gibt es den Eden 501 als Mulmsauger. Blende ich euch mit ein. Wie ihr seht, da unten ist ein etwas größeres Rohr dran mit einem größeren Durchmesser. Hat den Vorteil, dass wenn ich damit den Detritus ansauge, dass schwerere Teile, im Endeffekt wie Sand, Muscheln, Schneckenhäuser oder was auch all schwerer ist wie Detritus, der wird nicht mit angesaugt. Also verstopft mir nicht die dementsprechend das Schlauchpaket. Das passiert relativ schnell, wenn man mit dieser Glocke dann nicht arbeitet. Die ist definitiv für den 501 ausgelegt. Alles, was größer ist, könnte sein, dass es halt nicht so wirklich funktioniert. Und ja, damit bin ich hingegangen und habe dann erstmal so den Detritus von, ja, lass mich nicht lügen, 3 Wochen abgesaugt. Entsprechendes Bild, wie das Ganze aussah, blende ich euch auch noch mal ein. Also es war einiges drin. Und ja, es hat sich tatsächlich gelohnt. Ihr seht auch, da sind dann auch die Überreste von den Kalkrotalgen drin, die ich dann von der Wand abgekratzt habe. Alles das sammelt sich ja bei mir da hinten so in der Euphilien-Ecke. Und hier in der Mitte ist ein kleiner Punkt, wo sich das dann dementsprechend sammelt. Also das ist schon, ich sage es mal, relativ einfach und geht auf zügig, und dann habe ich auch diesbezüglich kein Problem mehr. Das gleiche kann ich auch mit dem Technikbecken machen. Da kann ich dann auch unten alles absaugen und dann ist das Thema durch und ich habe kein Problem mit Depots oder ähnlichem. Alles rausziehen und ja, dann kann es weitergehen. Dann sieht es dann auch wieder hübsch aus. Beziehungsweise, es ist ja jetzt auch, ich blende es mal separat ein. Jetzt ist natürlich wieder ein bisschen mehr an Material da und dementsprechend werde ich dann auch in der nächsten Zeit wieder ran müssen. Aber es fällt nicht wirklich direkt ins Auge. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, der sich jetzt tatsächlich dann auch geändert hat. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen hier oben. Und zwar geht es sich darum, ich habe das Becken wieder mal abgedeckt. Ich habe mir eine entsprechende Abdeckung passgenau für das Becken hier anfertigen lassen von New Wave. Da auch nochmal ein dickes, fettes Dankeschön für die schnelle Umsetzung. Ist auch nicht selbstverständlich, das mal eben zwischenzuschieben.
Ich hatte das in Anfang der Woche angesprochen und Ende der Woche zum Sommerfest hat der Florian das geschafft, mir das Ganze mitzubringen. Hab's dann auf dem auf dem Sommerfest übernommen und anschließend montiert. Entsprechende Bilder blende ich euch mit ein. Wie gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass es mal eben dazwischen geschoben wird. Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass ich mir das habe von New Wave anfertigen lassen, dass es einerseits natürlich Acryl ist, mit einem hohen Anteil, dass das Licht auch dementsprechend durchkommt. Wenn ich jetzt Polycarbonat nehme oder ähnliches, was dann auch das Licht durchlässt, dann ja, ist halt nicht ganz passgenau. Er hatte die Maße von dem Ausschnitt und von daher bin ich dann hingegangen und habe gesagt, komm, bitte fertige mir da noch was an, damit ich dann für den Winter dementsprechend was habe. Und das Ganze hat auch tatsächlich was mit Winter und Energiesparen und allem anderen zu tun. Kommen wir aber gleich zu. Sinn und Zweck des Ganzen ist natürlich in erster Linie, dass die Verdunstung hier reduziert werden soll. Und das ist auch tatsächlich Fakt. Also 30-40% weniger. Ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber es ist definitiv weniger. Verdunstung habe ich hier. So, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass sich natürlich hier drunter Feuchtigkeit staut. Klar, logisch. Und die muss da drunter raus. Oder ich muss einen Gasaustausch noch zusätzlich haben. Das ist auch wichtig, damit ich meinen entsprechenden pH-Wert halten kann. Entsprechender pH-Wert, wie es im Moment so aussieht, im Schnitt, kann ich euch mit einblenden, den Verlauf. Die Punkte, wo es ein bisschen weniger angezeigt ist, das hat was mit dem KH-Keeper und mit der Sonde zu tun. Da kommen wir nachher auch noch kurz zu. Die Platte liegt drauf und natürlich wird die Verdunstung reduziert, damit das entsprechende Licht auch durchkommen kann und nicht dementsprechend durch die abgesetzte Feuchtigkeit gebrochen wird, muss die Scheibe natürlich klar sein. Dafür habe ich hinten links in der Ecke, blende ich euch auch mit ein, kann man aber wahrscheinlich auf dem Video gut sehen, habe ich entsprechend Lüfter installiert. Also ich habe jetzt nicht mal die Großlüfter für die Kühlung da eingesetzt, sondern ich habe mir extra kleine, leise PC-Lüfter geholt, die man regeln kann. Die haben drei verschiedene Stufen, anschließbar über USB. Das ist natürlich praktisch. Und diese USB-Steckdose habe ich dann mit dem Power-Switch von Refactory gekoppelt und habe mir dann eine entsprechende Zeit drauf programmiert. Und zwar 30 Minuten bevor das Licht angeht, gehen die an. Die sind auch nicht zu hören. Also in der niedrigsten Stufe, wenn sie höher gestellt werden, sind sie natürlich etwas lauter. Klar, logisch. Weil diese kleinen Dinger sind halt, wenn die entsprechende Leistung bringen müssen, dann müssen sie dementsprechend auch mehr drehen und dann hört man die. Aber in der kleinsten Stufe reicht es schon aus, die Feuchtigkeit darunter zu entfernen. Ich blende euch mal dementsprechend Bilder ein, wie es im Moment aussieht. Und das dauert ungefähr 1,5 auf 2 Stunden. Dann ist der komplette Bereich klar und das ist dann auch so die Zeit, die ich vom Angehen des Lichts bis zur Maximalstufe, also sprich zum normalen Tageslicht, eingestellt habe. Und zu dem Zeitpunkt ist dann auch so Pi mal Daumen die Scheibe fast klar. Das heißt also, Licht kommt gut durch und Korallen wachsen auch ganz normal weiter, habe ich über den KH-Verbrauch dementsprechend im Auge. Also da hat sich dementsprechend auch nichts geändert. Also wichtig ist, wenn man sein Becken abdeckt, es muss ein Gasaustausch stattfinden können und es muss gewährleistet sein, dass die Feuchtigkeit darunter entfernt wird. Ob man das jetzt durch zusätzliche Lüftungsschlitze macht oder wie ich jetzt da hinten durch einen leisen PC-Lüfter, sei jetzt mal dahingestellt. Also da sind die Möglichkeiten relativ frei gegeben, beziehungsweise wäre es... Es gibt halt mehrere Möglichkeiten. So, verdammte Axt. So. Und im Endeffekt ist es tatsächlich so, ich habe sehr viel weniger Wasserverdunstung. Und dadurch, dass ich hier in diesem Raum halt die Wände mit Latexfarbe gestrichen habe, können die Wände natürlich auch nichts aufnehmen. Das ist dann auch der Hauptgrund, warum ich es abgedeckt habe. Wenn das gut funktioniert, kann ich es über Winter so lassen. Für den Sommer ist das leider Gottes nicht geeignet. Und zwar aus dem Grund, der für den Winter gut ist, es speichert unter anderem die Wärme. Ich habe momentan eine Differenz, also eine Wärmekurve von 0,5 Grad ungefähr.
25,5 bis 25 Grad. Das ist so ungefähr der Schnitt. Kann ich euch auch mal kurz mit einblenden, die Temperaturkurve. Das isoliert natürlich gleichzeitig mit. Das heißt, in der Zeit ist mein Heizstab definitiv nicht angesprungen. Es wird alles nur durch die Pumpen und durchs Licht. Okay, das Licht nicht, weil 30 Grad da oben bringt nicht sehr viel Wärme rein. Also sind es die Pumpen, beziehungsweise dann auch so ein kleines bisschen das Licht über den Tag. Ich lasse mal eben gucken. Ich gehe mal eben in die App rein und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt tatsächlich 25 Grad. Und der Optimalpunkt, den ich gesetzt habe, ist tatsächlich 25,4. Und heizen soll das Ganze erst ab 24. Also sprich, wenn das Ganze ein Grad abgefallen ist. Und das tut es im Moment nicht durch diese Deckelung, die ich da gemacht habe. Spart also definitiv schon mal Strom, weil der Heizer nicht anspringt. Wenn das jetzt weiter im Winter, wenn die Raumtemperatur kühler wird, dann wird das Becken wahrscheinlich auch wieder ein bisschen abkühlen und dann kommt natürlich auch der Heizstab wieder zum Einsatz. Womit wir dann auch beim nächsten Thema wären. Ich habe ja vor einem Monat, hatte ich euch eingeblendet, die Strommessung. Und ich habe die an dem Tag am 15., wo der Florian hier war, an dem Tag habe ich nochmal genullt. Ja? Und von da an habe ich das Ganze laufen lassen. Das sind jetzt 33 Tage. Und da stehen jetzt 254 Kilowattstunden drauf, auf 33 Tage. Das sind so Pi mal Daumen umgerechnet 7,6 Kilowattstunden pro Tag, die dieses Becken momentan verbraucht. Das ist der Sommerbetrieb. Ja, wenn der Heizstab hinzukommt, muss man natürlich nochmal eine Schippe drauflegen. Klar, logisch, der zieht nochmal ganz kräftig, aber das ist jetzt so der Schnitt für den Sommerbetrieb. Und für diese Größe an Becken sind 7,8 Kilowattstunden für einen autarken Betrieb schon mal ziemlich gut. Ich habe vorher fast das Doppelte gehabt, durch die Lampen natürlich. Da ist einiges weggegangen. Ich müsste jetzt, blende ich euch auch noch mal kurz ein, aber ungefähr so bei 220 Watt liegen, die ich momentan durch die Lampen an Licht ins Becken bringe. Und vorher hatte ich ja 560 Watt. Also die Hybrid lief auf Volllast. Und da seht ihr schon, wo da schon mal in einer Hinsicht die Möglichkeit ist, Energie zu sparen. Also das ist zwar eine extreme Investition, um da dahin zu kommen, aber es hat sich definitiv gelohnt. Ja, einerseits sind die Stromkosten mehr als halbiert und zum Zweiten brauche ich auch keine Röhren mehr kaufen. Ja, Oliver hat ja selbst ins Bein geschossen, oder? Nein, es wird wahrscheinlich, die Hybrid wird's ja, läuft ja weiter und nicht jeder steigt jetzt direkt um auf LED. Aber ja, Fakt ist, diese Lampe ist definitiv schon sehr, sehr gut ausgereift diesbezüglich, was Stromverbrauch und Effizienz angeht. Und ich bin da echt begeistert von. Also ihr seht ja auch selber, die Korallen stehen gut, die Korallen wachsen gut. Und das funktioniert also. Ja, ich war selber sehr skeptisch gewesen mit der Beleuchtung. Ich war immer, ja, seitdem ich es rausgefunden habe, ein Hybridverfechter, habe gesagt, ich will keine LED, die können das noch nicht oder können nicht alles. Und ihr seht selber, ich habe im Prinzip von den höheren Akroporen, LPS, Anemonen, Weichkorallen, meine Xenien, okay, die können auch mit einer Kerze gehalten werden, etc. pp. Habe ich alles drin, alles ist da, alles wächst, alles funktioniert. Und nochmal Chapeau an ATI, dass das so tatsächlich so gut funktioniert und habt ihr mich auf jeden Fall mit überzeugt. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt.